Ahoj lidi, tak vás vítám u další části Night of the Rabbit. A minule jsme skončili taky u těch potvor, tak budeme pokračovat, no. Fuj, nech ty křidla u sebe, prosím tě, jo? Ein Büschelflachs, vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Nech ty křidla tam, kde je můžu vidět. Maria, taková skládka tady. Was ist denn das da? Das ist der graue Berg, wo die Krähen hausen und nach Nahrung suchen. Das sieht aus wie eine Müllhalde. Flügellose Wesen haben ihn herangetragen und den Berg. Dass da alles hingekippt. Das riecht man ja bis hierher. Der schwere Dunst spaltet das Gefühl der Krähen. Ihre Schnäbel hacken tiefer und tiefer in den Grauen. Ihre Worte werden lauter und leerer. Du meinst, die Krähen greifen im Auswald an, weil dieser Müllberg sie verrückt macht? Glaubst du, dass die Krähen verschwinden würden, wenn der Müllberg nicht wäre? Überschwemmung? Selbst Herrgefühl dieses Waldes vermögen es nicht, einen Berg zu versetzen. Und auch du nicht. Ich frage mich schon lange, wer ganze Berge versetzen kann. Kann so jemand uns hören? Kann so jemand uns sehen? Ich hoffe fast, sie können es nicht. Warum denn? Weil ich mir keine größere Gefahr vorstellen kann, als jemanden, der um all dies weiß und nichts tut. No, a takhle... To je taky někde. V nějakých místech na zemi. Taky takovýhle odpadky hnusný. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Oh. Das war mal eine Pflanze. Oh. Habt ihr hier ein Portal, das ich benutzen kann? Die Kälte an jenem Baum bricht in der Tat aus einer anderen Welt hervor. Nunmehr vermag nur das warme Licht... Unsere hohe Priesterin, die in meinen Armen ruht, diese erkaltete Verbindung zu öffnen. Doch ihr Licht ist schwach. Sie weiß, dass wir bald aufbrechen müssen. Doch ohne Nahrung besteht wenig Hoffnung, dass sie je fern von hier aus ihrer Schale bricht. Was braucht ihr denn als Wegproviant? Blumensamen. Blumensamen. Das kann ja nicht so schwer sein. Was bewachst du da so aufmerksam? Es ist der letzte Lichtstrahl. Wir sind die letzten Nonnen der Mondlichtgemeinde. Wir warten die Ankunft unserer hohen Priesterin, die unter einem guten Stern gelegt worden ist. Die lichterfüllteste Nachtfalter unseres Kreises zeugten sie. Wir werden es Mondschein nennen. Mondschein? Schöner Name. No, ale je za ta žena, takže ten měsíc zase jako... No, aber tak já mit dir zu reden. Aber ich muss da mal andere Insektensachen machen. Kehre zurück, wann es dir gelingt. Aber warte nicht zu lang. Von überall kommen Lichter, die blenden und uns von hier fortziehen. Tam byly tři otazníky, jak to?
My tu jsme zase tady, proč tam byly tři otazníky? Na nic. Potřebujou sluneční semínka, tak jdeme k trpajzlíku. Zdarec! Trpajzlíci! Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiten, dass du mir geholfen hast, was? So? Was? Nein. Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzeln ernten, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Ne, bäh. Pah. Sie sagen, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Pah. Keine Ursache. Fein! Ale myslím, ty už tady zase. Oh, hallo du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt? Bewegst dich hinter den Kulissen. Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Wurzwerke, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ja, ja. Diablovi semínka. Takže na lousemírek potřebujeme mlek se sirupem. Ein Becher voll dickem süßen Sirup. Ten chomáč namočíme do sirupu. Smícháme to v klobouku, aby to pěkně zalepilo vlasy. Špičku dáme na dřevo. Znovu to zamícháme v klobouku, aby nám to zalepilo vlasy. Teď máme štětec z pavučinu. Takže vezmeme lano. Hodíme to na větev. Und her. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Was machen wir konec kaničky? Und jetzt? Hodíme to přes okno. Ich werf dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Vlezem dovnitř. Jo. Maschine läuft wieder. Stojíme mašinu. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Echt, ja, ne? Und jetzt? Du privatisch Knopf. Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Nachher sperren mich die Zwerge doch noch in einen Stollen. Tak aspoň budeš dolovat zlato. Das hat doch mal geklappt. Teď si vezmeme ten štětec. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Sem?
Vypadá to nechutně. No okay, jetzt ist der Ast klebrig. Da muss kein Kleber. Teď se zveme tu hnusnou pavučinu. Bah. Super! Mein Spinnensinn jubelt gerade. Co si Spider-Man? Schnürsenkel ist gerissen. Das war's dann wohl mit meinem schönen Wurfanker. Ale chytilo se semínko. Teď vezmeme ten štětec. Nechci vědět, jak ten velký klacek tam se vejde. Tak a teď přehodíme zase na noc, dělej. Já chci tu bychli. Máme šeminko. Lampeliška. Fuj, ne ty křídla tam, kde máš. Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeihe. No. Es geschieht nichts. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon. Počkej, teď venkoli ta hodně se mi nekroč prostě neletí. Um diesen Keim rechtzeitig. Zralí tady v noci, ale to je jedno. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Tak mu trochu pomůžeme. Ne, takový problém. Od čeho se kouzelník? Es funktioniert. Sie wächst. Oje, pampeliška, jak něco. Es funktioniert? Hurra! Party? Party! Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich. Egal, wie merkwürdig du Mali, aussiehst. Mali, musst du da 50 cm welki, skrzydlama a klobouka. Du suchst das Portal. Thank you.
Voilà Portal. Le Portal. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden wirst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohepriesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt, weiterzuziehen, genauso wie auch die Baumläufer. No, tak jdem dovnitř. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenhält. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Já myslím, že jo, protože to, co jsem chtěla udělat, už jsem udělal. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später. Und danke. Zatím. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen. Und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Zimy, do další zimy, fuj! Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das kalt? Halt! Moment mal, ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Auf der Kuise mir voll. Huch, was ist denn das Dings da? Noch etwas weiter graben? Es ist eine Statue. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Jasně. A já jsem Cizuke Buxarandy. Was für ein Gott bist du denn? Das soll nicht unhöflich klingen, aber... Sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Das ist ein Salakado, hi! Oh!
bin ich denn hier überhaupt? Bisch, Forrester, bisch! Utíkej, Forrester! Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Hallo, ja, jsem tady. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Hallo, hey, mluvíte o mně, já jsem tady. Auf der Kiste steht Projekt Polwahl. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht anlocken. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Tak. Ach, verdammt! To docela naštve. Ještě v takový zimě, fuj. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. Soweit war ich auch schon. Není tady maska toho samého, co mají ty? Ty můry? Gruselig. No to jo, teda. Gruselig. Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. To se ten Schüttel tolikrát naštve? Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Hey, ja nejsem halucinace. Aber ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss. Natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwahl. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Hey! No to nemůže máš tak blbý nápady semka, když jsou Vánoce. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den... Aber ist ja auch meine Ausrüstung. Und heute ist... Ich habe... Ich weiß... Der Junge zum Glück, wenn ich das... Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Wisst ihr, dass ich da nicht nachhaute? Dann kann ich mich schon nicht haben. Mal wieder auf den Weg. Okay. Samoche. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. So. Ich werde die Antarktis erforschen, den Polwahl finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? Na, muss ich noch klicken oder irgendwas? Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Zkusím na zpátek.
ten sníh je strašný. Sie leuchtet nicht. Ich glaube, der Akku hat keinen Saft mehr. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen. Nee, ja, es steht um nicht wahr, Nord. Ich sehe ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Und jetzt? Schubst dir die Batterie. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Jdeme ještě vyprodit čutor. Ale furt sebou máme ten hrnek. Fajn. Was für ein... Die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Leckner, sei ich mich den Akku wieder aufgeladen haben. Ich dobrý uklidnit se, nebo ti praskne cévka. Weißt du, ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Ich danke dir. Hallo, už vás vidí stromek. Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Aber ich habe versprochen... Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Nein, da ist er heute ja jetzt mal. Oh, Mariba. Aho. Nebo jsem měla zkusit velelepštinu, možná by přišla. Ahoj! Velrybo! Das Lied. Wird das Portal für mich öffnen. Danke, mich velerybsky. Ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Modri Ranger! Paprsek naděje, wow. Hoffnung, Licht in der Dunkelheit. Ah, ich glaube nicht. Da! Ne lekejte mě! To je šokující hra tohleto. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Aber mir geht's ja immer.
auf das Tote Werk. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotot. Ja. Marquis de Hotot. Marquis de Hotot. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalt. Ah! Wir haben ihm das Posade. Uns erfrieren zu lassen. So. Kralik? Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Und leid, pfui. Так Бартоник. Джерри, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel, du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin in einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Nein, so da bist du, Moskau, prosim tě, ne. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, das der Kalte bricht. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Ja gut, ich werde den Muram. Jerry, vertrau mir. Die haben wirklich keine Zeit. Du hast deine 4 Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry... Ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Nein. Nein! Das war der letzte Nagel. Ich... Ich will nach Hause!
Ищища Марня. Ich bin wieder groß. Ich bin wieder zu Hause. Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Oh Mann! Aber was ist denn hier passiert? Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Ich glaube, hier sagt jemand. Der stinkt ja noch mehr als sonst. Stechen wie Mamas Putzmittel. Oh, Buch, wie ist es, du tam tak keine Plave v tom? Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Die Eulenmauer ist noch da. Ich schmare. Das sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Sie ist ganz kaputt. Was ist dir nur passiert? Weißt du es? No, když koukám na ten barák z dálky, tak asi ne. Pardon, lidi, mě nějak stávkoval před chvílí fraps, takže to vypadlo, takže nevím, co se stalo, ale vím, co se stalo, prostě tam byla jeho máti a řekla mu, že ho hledala a on tam nebyl, tak Jerry se nám z toho bohužel teď zhroutil. Kdo by se nezhroutil, že? Já mi ho líto, jak úplně ničenej na zemi. Dokonce i šípek se nám rozpadl v prach. Ich weiß, ich muss stark sein.
aber es fühlt sich alles so hoffnungslos an. Nee. Bjelle, schop se. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Schopse, sakra! Jsi kouzelník! Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Na, wie ich doch. Ich habe zwei davon. Ich muss zurück nach Mauswald. No. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. Nechápu, proč mi spadl fraps. To je divný. Asi to už má plný kecky. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Ich bin Jerry Haselnuss, Schüler des Marquis de Hotot. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Hallo? Es hat funktioniert. Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Oh, Jerry! Das ist eine Mlha. Du bist also wirklich ein Traumläufer? Die Geschichten sind also wahr? Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Ich schon immer das Thema aufgelacht. Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn streichen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Quack. Quack. Keine Sorge, ich werde ihn suchen. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anja suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Quack. No. Že jaká mlha. Něco podpalili?
tady žádný stráže, nic, jenom tyhle ty pošelní plagáty. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Nee. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines Ihrer Probleme nehme ich Ihnen ab. Die Last Ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Du bist drogowany. Powiedz, co w tej flaszkach jest. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Treten Sie näher. Oh, noch eine. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft. Das stimmt doch was nicht. Nicht Kralika na pokój. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Nein, du willst doch sicher auch den großen Zarov sehen. Oh, den nie, Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Oh, nie, eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Doch, ich sehe es in ihren Augen. Na ja, okay, sie sind auch respektowani, určitě. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Králík se úplně pomat. Snad to nebude s ostatními úplně to samý. Tady nikdo není pro jistotu. Pokecáme o tom, musíme kliknout zelníkovi, to se mi nelíbí. Thank you.
Hallo? Bože, on se zavřel ve sklenici. A tam je to jedna ještě říct. Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Že by tady heleme se! Moment mal! Ist das nicht... Wie bin ich denn hier hochgekommen? Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus! Aber wie? Zerbrich! Zerbrich! Das Kristall! Ach, mein Boże, 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 Boże! Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Jasne! Ein Monokel? Větší než ona, ono v pohodě vezme. Kukuřiče. Nice. Nam, nam, nam. Das nehme ich mit. Die Maske kenne ich doch. So seht ihr also wirklich aus. Gute Idee. Aber ich glaube, ich brauche was mit mehr Sprengkraft. Das bringt. Maiskorn in Position. Und jetzt? Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Okay. Au! Oh. To musela být čupka. Joj, to byla ráda, ježišmarja. Nebolí vás hlava, pane porožníku? Du hast mich befreit. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Konsortium Squamata, Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Zavolejte nějakýho Orla, on je sežere. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja! Der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bandflaschen. Jedna. Denk daran. Die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Tři flaschne. Tak. A jsme u toho konce, kde jsem to měla předtím dotočený a tam byl špatný zvuk, takže teď už to fakt bude na zase naslepo. Ale to uvidíme až příště, takže zatím se mějte lidi a ahoj.